euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vor 3 Monaten habe ich die 900 Abonnenten-Marke geknackt und erst jetzt komme ich dazu, ein 900 Abonnenten-Special zu machen. Und für das 900 Abonnenten-Special habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe hier eine Menge abgelaufene Süßigkeiten. Insgesamt 5 Stück. Und die habe ich vor, in diesem Video zu probieren. Als erstes fange ich mit Milchmäusen an. Abgelaufen am 1. September 2022. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Also von der Konsistenz her sieht es doch relativ gut aus. Mal schauen, wie es schmeckt. Ja, schmeckt echt lecker. Also man merkt es gar nicht, dass es abgelaufen ist. So, Milchmäuse schmecken wie immer. Dann geht es weiter mit Choukeur-Erdbeerjoghurt. Abgelaufen am 1. August 2022. Dürfte wahrscheinlich genauso wie die Milchmäuse schmecken. So, die Konsistenz sieht auch noch relativ gut aus. Hätte ich echt nicht gedacht, für das es ein halbes Jahr abgelaufen ist. Schmeckt ein bisschen alt, aber kann man noch essen. Ich brauche etwas zum Nachspülen. Und zum Nachspülen habe ich keine Cola, sondern Club Mate. Das einzige in diesem Video, was nicht abgelaufen ist. Prost. Also ich muss sagen, Club Mate schmeckt. So, die Kombination aus Club Mate und Schokolade kommt überhaupt nicht gut. Und daher lasse ich das Probieren von der Erdbeerschokolade bleiben. Dann machen wir weiter mit Ferrero Rocher Haselnuss. Abgelaufen am 6. Mai 2022. So, da bin ich gespannt, wie es schmeckt. Die Konsistenz sieht auch noch ganz gut aus. Und davon werde ich mal einfach mal ein bisschen probieren.
Ja, kann man essen. Für das es 10 Monate abgelaufen ist, ist es noch genießbar. Nur die Schokolade ist ziemlich weich. So, ich muss erstmal kurz nachspülen. So, als nächstes habe ich hier Nussbeißer. Abgelaufen am 1. Mai 2022. Davon werde ich jetzt auch mal ein bisschen probieren. Oh, die sieht aber ganz schön alt aus. Hier sind schon ein bisschen weiße Fäden. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Aber ansonsten sieht die auch noch relativ gut aus. So, ich probiere mal. Oh, die Schokolade ist ziemlich weich. Die Nüsse auch. Sehr gewöhnungsbedürftig. Also weiche Schokolade ist überhaupt nicht mein Fall, aber man kann es noch durchaus essen. Und darauf, dass man das noch essen kann, irgendwie, trinke ich erstmal einen weiteren Schluck Club Mate. So, als letztes hätten wir hier Choukheur-Joghurt. Also ohne Erdbeer. Diesmal nur die normale Version. Abgelaufen am 1. Juni 2022. Ich glaube, wenn ich davon was probiert habe, dann war es das erstmal mit Schokolade für diesen Monat. Also die Konsistenz sieht schon mal deutlich besser aus als die vom Nussbeißer. Für das es 9 Monate abgelaufen ist, sieht es eigentlich noch relativ gut aus. Nur ein bisschen weiß ist es hier. Ich weiß nicht, ob ihr das genau sehen könnt. Egal, Hauptsache ich sehe es. Ja, kann man essen. Nicht mein Favorit, aber ist essbar. Schmeckt nur ein bisschen komisch. Aber kann auch daran liegen, dass ich mal mit Club Mate nachspüle. Und darauf, dass das eben so komisch geschmeckt hat, trinke ich noch einen weiteren Schluck Club Mate. Also ich weiß nicht, ob es an der ganzen Schokolade liegt, aber Club Mate schmeckt ein bisschen bitter. So hatte ich das eigentlich bisher gar nicht so in Erinnerung gehabt.
Straßenschnäppchen-Club machte. Könnte ich echt immer wieder trinken. Und gut rülpsen kann man davon auch. Ich habe gerade nur ein bisschen Rülpsstau. Eben war echt bitter gewesen. Und ausgetrunken. Jetzt habe ich 15 Cent Pfand. So. Das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.